einem wunderschönen Sommertag, da sah ich sie spazieren gehen. Ich hatte mir schon etwas ausgedacht, wie könnte ich sie wohl wiedersehen? Ich sprach sie an und es war wie ein Traum. Sie ließ es über sich ergehen. Ich sagte, können wir uns irgendwann bei einem Gläschen Rotwein sehen? Es war ein Wunder wie im Märchen. Wir wurden bald ein Liebespaar. Sie war erst 19, ich schon 30. Das war egal und wunderbar. Sie war das Glück in meinem Leben und später meine Ehefrau. Es hat viel Freude und Leid gegeben. Nun, das verstanden wir genau. Ein süßes Kind hat sie geboren. Andrea haben wir's genannt. Wir haben nie den Spaß verloren, auch wenn die Seele mal gebrannt. Es war ein Wunder wie im Märchen. Die Liebe war noch immer da. Sie war schon 30 und ich 40. Wir waren uns noch immer nah. Das große Glück auf dieser Erde, das war für uns nicht allzu lang. Wir wollten rüstige Rentner werden, doch unsere Welt komplett versank. Mein Liebling musste von mir gehen, ihr krankes Herz war viel zu schwach. Ich werde sie nie wieder sehen. Was hat der Herr mit uns gemacht? Die große Liebe wie im Märchen war plötzlich nur ein Trauerspiel. Wir waren ein wunderbares Pärchen, denn ich bin allein, das ist zu viel. Ich bin allein, das ist zu viel. Das ist zu viel.